Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu Lost in Random. Und wir befinden uns, glaube ich, in der finalen Schlacht. Zumindest ist das der Weg hoch zum, ja, zum alles Entscheidenden, würde ich behaupten. Wir gehen jetzt einfach mal hoch und gucken, ob das wirklich so ist. Ich weiß es gar nicht genau, aber ich kann es mir gut vorstellen, denn wir haben soweit alles erreicht. Royale Gegenspieler. Es gibt königliche Visionen der Lakaien der Königin. Okay. Der Fluch von Random. Stelle Ort zur Rede. Das machen wir jetzt. Wollen wir ein bisschen laufen, ne? Ist immer gut, einen schiefen Raum zu haben. Das wirkt immer ein bisschen psychomäßig. Gucken wir mal. I see. Are you seeing this? Through that portal? You sure it's safe? Wir gehen einfach rein. The opposite of reassuring. Was soll da schon passieren? Oder was soll da schon passieren? Okay. Those poor children. It's so much worse than I. Is the black goo coming from their heads? Their brains. Oh nein. The black dice is mining those poor children. For their nightmares, their darkest dreads, their most agonizing miseries, coalescing them. Also, das ist nicht schön, die Kinder so zu sehen, oder? The robots, the dark twisting of the arenas, all of it. It's all powered by those helpless kids' nightmares. There are few things more powerful than unbridled fear. This place, it. Feeds on it. Die sehen nicht so schön aus, die Kinder, beziehungsweise nicht mehr so gesund. Wir gucken mal. Durch die ganzen Portale hier jumpen. Hey, Evan, that's lucky, isn't it? That is her. She's still alive. Oh, then Odd didn't kill her after all. She might not be as far gone as I thought. Oh, Odd. I hope you're okay. The masters of the one true dice, have my sacrifice has not been ample? Have you not long feasted on paranoia, bitterness, fear itself? Die Köpfe sehen recht gruselig aus, die da hinten hängen. Die sehen so aus wie alte Schrumpfköpfe. Ach, hier kann ich gar nicht runterjumpen. Das ist ja blöd. Das ist ja dumm gelöst. Ach, ich kann hier runtergehen, okay. Dass man nicht springen kann, beziehungsweise nicht überall runterspringen kann, ist ein bisschen doof. Dadurch ist alles ein bisschen vorgegeben, ne? Das ist ein bisschen schade. Geht runter. Los geht's! Okay. Da ist sie. Und da ist auch Ort. But I have no heir, and I cannot let this great work falter. I beg you for just one more boon, just a taste of your power. Okay. Sind wieder weg. Ich dachte, wir kommen dichter ran. Sind wir gar nicht, okay. Ah, da unten sind die, ne? I wish to share my dominion over chance itself with my successor. Just as I once did to you, this child has proven herself worthy to me. She will please you, just as I have. She will keep up my end of the bargain. Du hast schon irgendwie die Treppe gesehen gerade, oder? Can keep up yours. Oh, hier sollen wir schleichen, glaube ich. I beseech you. Let my power be shared, and I swear that two souls shall then worship you evermore. Ah, klar. Kurz mal mit Manny reden. Right. I have no idea how I got here either. Ja. You're here, I'm here, and no matter how the cards are stacked, we still have hope. Das war ein ganz schöner Trip, nicht wahr, Manny? It sure has, and you've been great, mate. So listen, mate. Cards on the table now. I want, because the way I figure it, if the queen wins, then you lose, and okay. I lose my best customer, my only customer, really.
I know we try to keep things light between us, but you've saved me, mate. Before you, nobody bought cards. I was in danger of losing the store. Wie hättest du das Geschäft aufgeben können? Du bist das Geschäft. Oh, it gets dark, mate. You're the only one who ever wanted to buy cards, and you saved me. So it seems to me, you're just the one to save everyone else too. I'm in your corner, just like you've been in mine all this time. Now then, let's get to it, shall we, matey? Okay, wir haben aber keine Kohle, wir können nichts kaufen. Schade. Na gut, machen wir ohne. Bin ein bisschen gespannt und ein bisschen aufgeregt auch noch. Ord, step forward. There's no more time to. Oh, jetzt schade. Nein, Ord. No! Ord, don't do it! What? You? I fought across your entire twisted realm to stop you and to save my sister. And that's what I'm gonna do. Come on, Ord. We need to get out of here. Nobody's being held here, foolish even. Ord's free to go, if she chooses. Oh. So I should go with you now, even. Because why? You finally deigned to come see me? No, Ord, it wasn't like that. You need to... To what? To understand that my little sister, the one who's always had it so easy her entire one alive, now thinks she knows what's best for me? Ord. Or maybe you're just jealous that I've grown up and of the power I'm about to receive. Is that it? She chose me, even. It is sad to see such pettiness embodied in someone so young. She's standing between you and your power. And reminds me, Ord, what do we do to those who stand in our way? Uh-oh. We destroy them, my queen. Ah, so we do. Wir haben aber einen Würfel. Wir können würfeln um unser Schicksal. Platz würfeln. Okay. I don't want to fight you, Ord. Even you've always been so young. Far too young to see that none of this is about what you want. So, komm her. Volles Blatt, wo ist sie? Kann sie jetzt von mir hinlaufen, auch in der Nacht? Weiß ich nicht. Den behalten wir mal, obwohl, den werden wir wohl lieber einsetzen. Den behalten wir und wir behalten auch den. Warte. Wo ist sie denn? Okay, warte mal. Ein paar Dinger holen. Ich weiß nicht, wo sie hier. Wachsen sie nicht nach? Anscheinend nicht, oder was? Ah. You've always been a pain. An annoyance. A stray little dog nipping at my heels. Oh, don't speak that way. Ord ist ein bisschen genervt von uns, kann das sein? Wir können nur Blinzeln nehmen. Das ist das Einzige, womit wir Leben wegmachen können. Machen wir das mal. So. Echt nur so wenig Sachen kriegen wir hier gerade.
So, die haben wir schon mal. Dann können wir die. Ja, warte mal. Die machen wir weg. Dafür nehmen wir den mit. Den nehmen wir auch weg. Dann nehmen wir den mit nächste Runde. Ne? Okay. Oh, Mist. Odd, please, listen to me. Ja, hör mir doch mal zu, Odd. Plenty from you, sister. You never knew when to shut up. Oh, guck mal, was ist denn hier? Wo kriege ich denn noch mal ein paar Leben her jetzt hier? Also ein paar, nicht Leben, sondern Kristalle. So. Okay, also wir machen Gift. Pfeile. Obwohl Bogel das Regenwald noch besser, ne? Aber lieber den. Okay. Dann wollen wir mal gucken, was passiert. Schon mal vergiftet, das ist schon mal gut. Ich bin gleich gegen die Königin, ne? Jetzt brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Leben. Den machen wir auf jeden Fall. Den nehmen wir auch. Das Glockending hauen wir auch raus. Und wir nehmen den Hammer, glaube ich. Wenn es wieder voll ist, ne? Hey, wo ist das Ding hingeflogen? Da runter? Das ist natürlich blöd. Da ist nicht so viel Leben gegeben, ne? Oh. Oh, es reicht doch. Oh, jetzt muss er aufpassen. Wir müssen ein bisschen Leben haben hier. Sollen wir kurz die Dinger holen? Ja. Ja, Gott sei Dank. Krieg ich noch zwei? Ja, perfekt. Okay. So, das war's jetzt für sie, oder? Mal gucken. Und jetzt? War es das? Hätten sie alle frei?
cool. Ethan, I'm so sorry about everything. No, I'm sorry. That mask, I became so petty, so afraid, and Ethan, I hated myself. No, Odd, I love you. I love you no matter what. Ethan. Oh, süß, die beiden. Oh. I'm weaker without her, like everything good and strong in me is. We'll help you, Odd. I've got some help. Yes, wir haben Dicey. Jetzt muss noch der finale Kampf kommen, oder? Odd, run! Oh. Stop right there, you betrayers! Hold on! A secret passageway? How did you... It's one of the Queen's secret passageways. All I know is she hated me poking around it. Then I say it's our best chance. Let's go. Da muss ich relativ schnell laufen, sonst sitzt man da wieder in den Fokus von ihr oder so. Was hüpf? Okay. Dann lauf mal. Wo ist Dicey? Oh, da geht's längst, okay. Ah! Mein Gott, das sind Riesenreiche unten. Oh, jetzt gibt's, glaube ich, Ärger. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Oh, wer ist das? What's going on here? Who is that? I don't know. The Queen never. Don't touch her! Who is this? Why are you holding her captive? It's your sister, isn't it? The one I was to replace. She looks so sad, frozen at the moment of her death. You know nothing! Nothing! Oh, he's KO. Aber wir sind noch da. This is none of your business. And neither is that dust. Okay. Oder slide mich einmal. Wie weit ich bekomme? Oh, noch ein bisschen was. So. Jetzt aber. Wurf! Also ich kann noch immer noch laufen, wenn ich bin, ne? Also die, ihre Schattenleute konnten das. Die anscheinend nicht, okay. So, wir machen this in the hammer. Und das Ding, das können wir schon mal einsetzen, ist ja egal. Und das Ding wollen wir in unserem Repertoire haben. Pass mal auf. Steht sie da nicht? Oh, der hat aber nicht viel Leben verloren, ne? Okay, pass auf. I'll never allow you or any other agents of randomness to hurt my sister. Oh, was passiert da? Oh, jetzt dreht sie mich neu. Everything. And I won't let you. Natürlich kriegt sie ein paar Freunde. How
How can you hope to win? One unexpected random element, a one and nobody against the queen! Einer ist weg. Und wir werfen nochmal Blatt. Was haben wir da so Feines? Also ein Schwert und ein Pfeil, okay. Macht ja Sinn. Lass mich die Glocke ein bisschen rumwandern hier. Oh, das war ja dumm. Hat sie ihn gehauen? Ja. I'll always protect her, you fool. I'll never allow you or any other agents of randomness to hurt my sister. Okay. Also wenn sie so bleibt, kann der Kampf gar nicht so schwierig werden. So, unser Schwert ein bisschen stärker machen. Leben brauchen wir nicht, aber wir nehmen die Lanze einfach mal. Obwohl, nee, ist ja dumm, die Lanze zu nehmen. Wir setzen erstmal hier hin, nehmen. Was habe ich die Lanze doch genommen? Wollte ich eigentlich gar nicht. Na gut, nehmen wir Blinzeln noch. Ich verliere Leben, ich da drin bin, okay. Can you hope to win? One unexpected random element, a one and nobody against the queen! Machen wir mal schnell hier. Ja, ja, schnack du mal, du Königs. Möchte gern Königin. So, vergiften auf jeden Fall. Das war's auch. War natürlich dumm mit vergiften. Ich habe nichts anderes. Na gut. Mal kurz werfen. So, Blinzeln nehmen wir. Das Schwert. Und das Ding benutzen wir für die nächste Runde noch. So. Stellen wir mal hinter hier. Oh, hat sie mich erwischt. Was werden? Okay, da brauchen wir irgendwas Nettes hier. Der Hammer ist doch super. Pfeil und Bogen aber auch. Gut. Now do you finally seek what happens? How can you hope to win? One unexpected random element, a one and nobody against the queen! Oh.
Oh, oh. So, kriegt noch einen auf den Kopf von mir. Oh, was macht sie? You see, you are nothing without that cursed dice. Unsere Superkarte, können wir die jetzt einsetzen? Your dice is dying, Will. Quietly, resignedly. You do well to learn from it. Oh, oh. Was war das? Ach so, oh, das war der Fehler, wir haben verloren. Okay, wir müssen irgendwas anderes machen. Aber was? Was können wir machen? Wir dürfen nicht dicht rangehen, anscheinend. Oh, das war clever. Da ist der Geist. Ach. You have to let her go. No, no! I won't let you die! If she dies, then I've failed. Then all of this was futile. This whole world can burn for all I care, as long as she lives! Alexandra, I'm not worth it. Shh, don't say that. Of course you are. I love you. I love you. Mm. Please. It hurts. It hurts all the time. Even when time stops, it still... Let me go, sis. I can't wait for you here, but I promise, I'll wait for you there. No, don't. Don't. We'll play again, okay? Just you and me. Natalia! Just you and me. Oh, das war's. Da sie läuft. Der Fluch. Come on, hurry! Aber wir sind schnell raus, glaube ich. Flieh aus dem Palast. Oh. Eieiei. Hei, hei. Auf den Kopf bekommen hier. Lauf einfach mal den Kindern hinterher, die werden schon den Weg kennen, glaube ich. Da ist die Sonne. Jetzt müssen wir schon mal draußen. Wir schmeißen Dicey, der macht uns ein Loch. Oder? Come on.
Ach! Kleine Fallschirme. Also Regenschirme, aber sieht aus wie Fallschirme. Wie Mary Poppins. Ein Löffelchen voll Zucker. Da segeln sie in die Freiheit. What's going to happen? Even we could land anywhere in Random. We could end up lost. Nah. And as for what happened next, well, did you hear something? It's a long story. Muss man ja sagen, eine wunderbare Geschichte. Also ein cooles Spiel. Ist ja auch ein Indie-Game und man muss sagen, also die können locker mit den Großen mithalten, finde ich, oder? Ja, klar, von der Optik her ist es immer so ein bisschen gewagt. Ich fand den Style hier ganz cool, aber es ist natürlich so, dass das nicht jeden anspricht. Und es ist natürlich nicht mit Raytracing und dem ganzen Kram da, was die alle Leute immer wollen. Aber zu der Geschichte passte das einfach, ne? Drück trotzdem mal weiter. Ich weiß, man würde ganz gerne das Lied zu Ende hören, aber ich drück trotzdem mal weiter. 5 Trubelis. Ach, guck mal, man kommt direkt zum Spielstart. Was kann ich denn machen? Ich kann mir nur das Ende nochmal angucken. Das müssen wir ja nicht. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch alles gefallen und ihr kommt selbst auf die Idee, das Spiel zu spielen. Jetzt habt ihr natürlich alles gesehen, wenn ihr das hier verfolgt habt. Aber trotzdem, es ist schon, muss man sagen, ein richtig cooles Spiel. Und hat sich auf jeden Fall... Habe ich ihn bezahlt dafür? Ich glaube, ich habe 20 Euro bezahlt. 1990? Kann das sein? 1990? Egal. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, allemal. Top. Wäre natürlich auch cooler gewesen, wenn es im Game Pass gelandet wäre. Aber Psychonauts 2 war schon im Game Pass. Ey, ich will mich nicht beklagen. Der Game Pass ist super. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Let's Play. Bis dahin. Tschüss.